Ja, vielleicht ist das hier wirklich der beste Survival-Feuerstall der Welt. Ja, und wenn du wissen willst, ob das wirklich stimmt und warum, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Das Teil ist von Life Systems und ich habe es mir auf Amazon gekauft. Ich gebe dir unten den Link, wo du es bekommen kannst. Aber was sind die Vorteile? Es gibt vier Vorteile und es gibt einen Nachteil, ein Problem, das man aber sehr leicht lösen kann. Und das schauen wir uns an. Nummer eins, er ist kompakt. Und er ist leicht. Und da gibt es natürlich auch kleinere und noch kompaktere Feuerstähle. Aber es ist immer so ein Mittelweg, den man finden muss zwischen kompakt und leicht. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite funktional. Nämlich, dass das Ding auch dann funktioniert, wenn es wirklich notwendig ist. Und ich finde, dass dieser Life Systems Feuerstahl hier einen wirklich sehr, sehr guten Mittelweg gefunden hat. Also er ist noch klein und kompakt genug, dass man ihn in eine Tasche, in ein Survival Kit, in einen Rucksack mitnehmen kann. Und ja, eben noch funktional, aber das werden wir noch sehen. Aber schauen wir uns den Vorteil Nummer 2 an. Das Ding ist orange und jetzt wirst du sagen, Rene, ja, wieso ist das wichtig? Ja, es ist aus dem Grund wichtig, weil wenn du es benutzt und ablegst oder es mal verloren geht, dann ist orange einfach leichter wiederzufinden. Wenn ich mir ansehe, so Survival-Feuerstähle, die in Camouflage oder in Schwarz gebaut sind, dann sind die funktional ja alle in Ordnung. Ich will da gar niemanden auf den Schlips treten, aber man findet sie einfach nicht so leicht. Und wenn du wirklich mal in einer stressigen Situation warst, dann wirst du wissen, dass du immer mal vergisst, wo du die Sachen abgelegt hast. Und mit Orange ist das Ganze ja sehr einfach zu handhaben. Nummer 3, die Größe des Feuerstahls und der integrierte Schaber. Als Beispiel hat man Feuerstähle, die einfach zu klein sind, um sie mit nassen und kalten Händen zu bedienen. Oder die einfach nicht groß genug sind, um einen Funken abzugeben, der auch wirklich relevant Zunder anzünden kann. Wann braucht man Feuer? Dann, wenn es wirklich kalt ist, wenn es nass ist, wenn du ein Problem hast. Und da ist der Zunder auch nicht optimal. Und deswegen, ja, dieser Life Systems macht richtig schöne Funken und mit dem Striker, der mitgeliefert wurde, macht das richtig Spaß. Der ist nämlich scharf und sehr, sehr brauchbar. Denn oft sind es ja auch die Striker, die mitgeliefert werden, die nicht gut genug sind. Meistens ist es nicht der Feuerstahl, sondern meistens ist es dieser Striker. Und die Kombination bei dem Life Systems hat mich wirklich überzeugt. Du kannst das Teil auch schön absetzen, du kannst es schön packen, auch mit Handschuhen. Also da ist wirklich an alles gedacht und daher muss man da auch gleich einen Pluspunkt geben. Es gibt beim Striker auch einen Minuspunkt. Der Striker ist ja in den Griff integriert und wenn du den öfter benutzt, dann hält der einfach nicht mehr so gut und fällt mitunter von alleine aus dem Feuerstahl raus und das ist halt unangenehm. Denn was macht man mit einem Feuerstahl ohne Striker? Das funktioniert einfach nicht so gut. Aber die Lösung ist ziemlich simpel. Du gibst dir einfach etwas Duct Tape über diesen Striker und über den Griff und dann hast du auch gleich Multifunktionalität, denn das ist natürlich noch einmal Zunder oder kann dafür benutzt werden, um Gegenstände zu reparieren. Also das ist sicher kein Nachteil. Und in dieser Form, ja, da kann natürlich dieser Striker nicht mehr entkommen. Er ist dann fixiert und dann ist wieder alles gut. Das musst du halt selbst machen, das ist nicht ab Berg so. Ist das ein Nachteil? Ja, ist einer, aber jetzt weißt du es und wenn dich das nicht stört, ja, dann greif zu. Vierter und letzter Vorteil, das ist das integrierte Magnesium, der integrierte Zunder bei diesem Feuerstahl. Was bedeutet das? Du hast einen eigenen Teil, einen richtig schönen Magnesiumblock, den man auch gut abarbeiten kann und dadurch hast du gleich Zunder zur Verfügung. Das ist ein ganz großer Vorteil, besonders dann, wenn das Material feucht ist, besonders dann, wenn es kalt ist und du nichts Vernünftiges finden kannst. Es gibt natürlich auch da wiederum Schattenseiten. Der Nachteil ist, wenn es sehr windig ist oder stürmisch ist, dann wird das Magnesium, das du abschabst, natürlich weggeblasen und dann funktioniert das Ganze dann natürlich nicht mehr gut. Aber da ist wiederum der Vorteil, wenn du es anklebst, ja, wenn du es anklebst, nämlich mit dem Duct Tape auf das Duct Tape drauf reibst und dann anzündest, ja, dann funktioniert das natürlich großartig, denn das Duct Tape ist auch großartiger Zunder und dann ist dieser Nachteil auch automatisch wieder ein Vorteil. Und vielleicht verstehst du jetzt, warum ich sage, wahrscheinlich ist das hier in Kombination mit Duct Tape der beste Survival-Feuerstahl der Welt. Ja. Neugierig geworden, was das Teil kostet und wo du es bekommen kannst? Einfach unten im Beschreibungstext und im ersten Kommentar auf den Link klicken, dann kriegst du alle Informationen. Dieses Teil ist wirklich brauchbar.